18 Uhr, TV Feldkirchen, Sie wissen Bescheid. Herzlich willkommen zu HIN, der DMV1 Fußballshow. Danke, danke. Heute präsentieren wir Ihnen exklusiv ein Sportereignis, das selbst die Fußball-Europameisterschaft in England erblassen lässt. Wir schalten gleich live um ins Werner-Mützel-Gedenkstadion und präsentieren das Finale um den Bezirkspokal Feldkirchen Nord. Die beiden Kontrahenten sind Lokomotive Intel gegen Dynamo DOS, die Computerzeitschrift. Und als Co-Kommentator konnten wir gewinnen einen Fußballstar, den Sie alle kennen, verehren und lieben, der graue Panther von Poing. Und hier ist er auch schon, Heinrich Sepp Lehnhardt. Ja, Sepp, Sie sehen, das Publikum, es liebt Sie immer noch. Aber trotzdem mussten Sie ja völlig überraschend Ihre professionelle Karriere abbrechen. Was ist denn da jetzt genau passiert? Ja, du weißt doch, ich hatte doch damals den chronischen Daumenabrieb. Ja? Das war doch damals im Trainingslager. Nachts haben wir immer FIFA-Soccer mit dem Gamepad gespielt. Mhm. Und da gab es den Daumenabrieb. Und selbst der Dr. Wohlfahrt, Müller-Wohlfahrt, konnte nichts mehr machen. Der hat halt gesagt, Sepp, Daumen ab oder Karriere beenden. Und ich war ja der Torwart, ich konnte die Bälle nicht mehr fangen. Ne? Und da habe ich dann gesagt, na, das ist sehr, sehr tragisch. Aber ja, was haben Sie denn danach gemacht? Haben Sie eine Fahrschule aufgemacht? Oder? Oh, du weißt doch, ich habe doch damals mit dem Hoeneß-Uli, der Uli, haben wir doch die Lottoannahmestelle aufgemacht. Die waren dann nach 2 Wochen pleite. Und da kam aber so eine Computerprogramme-Firma oder wie das heißt. Ja. Und die haben mir einen Koffer Geld hingestellt. Die hatten gerade so ein Spiel gemacht und haben gesagt, sie wollen nur mein Bild auf die Packung kleben. Hat überhaupt keine Ahnung, was es da geht, aber boah, haben wir gemacht. Und was ist mit dem Geld passiert? Die Winne, die habe ich dann investiert. Mein Manager meinte auch, neue Bundesländer, steuerlich subventioniert. Und da habe ich mich in einen Hardware-Laborpark eingekauft. Weiß man nicht genau, was die da eigentlich machen. Aber Hardware-Labor, nicht genau wissen, was man da tut. So geht das auch unseren Zuschauern. Und deswegen war der Sepp so freundlich, uns und unser Kamerateam in sein Hardware-Labor reinzulassen. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Hardware. Heute wollen wir diesen PC mit diesem brandneuen Schwintel-Prozessor auf seine Spieletauglichkeit überprüfen. Dazu brauchen wir 3 Dinge. Erstens, professionelles Messwerkzeug. Zweitens, professionelle Messsoftware, wie zum Beispiel Wing Commander 5. Drittens, viel Zeit. Immerhin arbeiten wir nach rein wissenschaftlichen Methoden, streng erfolgsorientiert und wollen sämtliche äußere Einflüsse ausschließen, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Oh, da kommt der Tester. Der will bestimmt wieder. Ich hab's geahnt. Na gut. Pentium an CD-ROM, wo bleibt das Video? Die Grafikkarte langweilt sich schon. Na aber Boss, ich muss doch erst noch den richtigen VESA-Modus finden. Schnauze, sonst fliegst du raus. Pentium an CD-ROM, wird das noch was mit dem Video? Double Speed erreicht. Initialisiere Videosequenz. RAM an Pentium, bin voll. Und das am frühen Morgen. Was soll's. Pentium an Festplatte, Swap-File erstellen. Platten an Pentium muss das sein. Ich hab doch bloß nur 10 Megs frei, Alter. Pentium an Festplatte, Schnauze, sonst fliegst du raus. Oh, ist klar. Swap-File ist angelegt. Pentium an Grafikkarte. Na, was macht der VESA-Modus? Oder soll ich dir UniVW verordnen? Nein, Boss, das ist nicht nötig. Ich hab's gleich. Alles klar. Wo bleiben die Daten? CD-ROM an Pentium. Habe Lesefehler festgestellt. Was soll ich tun? Jetzt reicht's. Sobald diese blöde Software ins Spiel kommt, klappt hier gar nichts mehr. CD-ROM auswerfen, Ladevorgang abbrechen, Pentium an Soundkarte, Windows-Fehler-Sound abspielen. Alles klar. Starte Fehler-Sound. 16-Bit gelesen, 44 kHz abgewogen. Damit steht unumstößlich fest, dieser PC ist zu langsam für Wing Commander 5. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir die drängende Frage beantworten, wie bekomme ich meine Intel Ether Express Pro 100 in einem TP4 XE der Version 2.1 zum Laufen, ohne mit der 115er BIOS-Revision mein Board zu Tode zu flashen, wenn ein ET4000 vor Revision 10 im Rechner steckt. Dieser Filmbeitrag war sicherlich sehr lehrreich für uns alle. Doch wir sind jetzt bereit für unsere erste Live-Schaltung in das Werner-Mützel-Gedenkstadion. Und bevor wir an unser Reporterteam vor Ort abgeben, noch ein wenig Werbung. Wer wäre nicht gerne Redakteur? Denn das ist überhaupt nicht schwer. Und auf dem Konto wäre noch mehr.
spiele meinen Eid, ich schwör. Ich ging dann gern noch zum Friseur und er unheimlich populär. Leider können wir Ihnen das Spiel aus dem Werner-Mützel-Stadion jetzt doch nicht zeigen, denn unser Werbeblock war ein wenig länger und Schiedsrichter Bill Gates hat nach 90 Taktzyklen pünktlich abgepfiffen. Dennoch hier für Sie das Endergebnis. Intel gewinnt mit 1,997734:0. Kommen wir nun zu einem weiteren beliebten Teil unserer Sendung, nämlich dem Tor des Monats. Wie jeden Monat auch durften Sie diesmal aus insgesamt 5 Vorschlägen Ihr privates Tor des Monats per Postkarte wählen. Und hier sind die 3 Bestplatzierten. Auf Nummer 3, Ran Soccer. Ja, ich glaube, das Tor von Ran Soccer ist deswegen nur auf Platz 3 gelandet, weil die weiten Maschen des Tornetzes ein Gefühl der Hilflosigkeit signalisieren und auch die Pfosten wölbungsästhetisch gesehen nicht ganz dem Massengeschmack entsprechen. Und dann auf Nummer 2, Sensible Soccer. Der Trend zur neuen Bescheidenheit reflektiert sich im guten Abschneiden von Sensible Soccer. Die Tore sind zwar so nüchtern wie ein Kaffeetischchen von IKEA, aber das signalisiert dem Zuseher Sympathie und Beständigkeit. Und wie nicht anders zu erwarten, auf der Spitzenposition Platz Nummer 1, FIFA Soccer 96. Die Großzügigkeit der Dreidimensionalität und der Wirbel der Polygone kombiniert mit Sprite-Ästhetik haben dafür gesorgt, dass dieses Tor unser Lieblingstor geworden ist. Ich schließe mich dem an. Kommen wir nun zum spannenden Teil des Abends, auf den Sie schon alle gewartet haben. Wer hat denn jetzt nun unsere Reise nach Aachen gewonnen? Und Sepp, bitte ziehen Sie eine Postkarte. Ja, der Gewinner ist Herr Stangelnator. Was, wie? Stangelnator? Noch Fragen, Schneider? Ja, Lenhard, was ist eigentlich aus dem Stangelnator geworden? Na, haben Sie gestern nicht die neue Folge von Akte P gesehen? Und dann musste ich in dieser n-dimensionalen Falte immer durch die gleiche Schleife durch. Nur gut, dass ihr mich daraus gerettet habt. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit dem Stangelnator geworden? Keine Ahnung, seit dieser Beschwörung habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Aha. Hi, sag mal, gehört euch das hier? Oh. Das wurde für den Stangenator abgegeben. Guck das mal an. Tschüss. Okay, danke. Also ich weiß nicht, aber irgendwoher kenne ich das Ding. Na egal, lass stehen. Wir haben jetzt Redaktionskonferenz. Los, gehen wir. Und zum Abschluss unserer kleinen Show wird natürlich noch Heinrich Sepp Lehnert auf unsere Torwand schießen. Damit möchte ich mich von Ihnen hier im Studio und natürlich zu Hause an dem Bildschirm ganz herzlich verabschieden. Und schalten Sie bitte auch nächste Woche wieder ein, wenn es um 18 Uhr auf den Vorfeldkirchen wieder heißt. Hin, die DMV1 Fußballshow. Ja, das war schon so gut. Also wenn jetzt gleich ein liebeskranker Elch hier steht. Leider war unser Werbeblock ein wenig zu lang, sodass wir nicht mehr ins Werner Stützelmadion. Werner Stützelmadion? Ja, bitte doch ohne. Immerhin haben wir alle drei gerade den gleichen Ton getroffen. Also das war schon ganz gut. Pentium an CD-ROM. Wird das noch was mit dem Video? An meine Haut lasse ich nur Wasser und Papierhandtücher. Und auf dem Konto wäre noch Möhr. Aufspiele meinen. Nehmen Sie Tempo feucht. Dann wissen Sie vorher schon, was Sie nachher erwartet, wenn Sie es in die Tasche tun. Ich ging dann gerne zum Friseur. Ich sing dann gerne auch noch mit. Dramatischer! Mein Gott, Henrik, erzähl mir einen Schmerz. Und dann musste ich in dieser n-dimensionalen Falte ständig durch die gleiche Schleife durch. Ja! Nein. Ist jetzt die Kamera wenigstens angewiesen? Das ist wieder das Unsinn. Ist das wären schon wieder keine subtilen Leserbriefe, genau. Auch wenn ich immer noch kein Schauspieler bin. Genau! Ich koche einen Karpfen, wenn ich. Machen wir jetzt Bar oder machen wir nicht Bar? Wir machen jetzt Bar. Mach gleich Buh. Wir machen wieder bei Ihnen zu sein und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt DMV1, die Satt-Hin-Show. Was?